Und willkommen zurück im Taichi-Turm. So, was wir als erstes mal machen, ist mal kurz die Paradigmen ein bisschen zu verändern. Und zwar brauche ich... mal gucken. Grüner Trilt ist nicht schlecht. Aber den ändern wir mal. Und machen wir daraus den Blitzwall, weil wir den eventuell bei diesem einen Echsenviech gebrauchen hätten können. Ist mir so gerade noch eingefallen in der Folgenpause. So, und jetzt gehen wir mal da weiter. Obwohl, wenn... Ja, verdammt. Can't take a hint. You're one to talk. Huh? Woo! Well, I'll be damned. Are they sad? Well, I guess the way is open now. Tja, gut, dass mir die geholfen haben. Die haben jetzt den Fall sie ein bisschen gekürzt. Ist ja sehr schön. So, wir tun sie erstmal wieder mal speichern. Zack. Und jetzt geht's weiter nach da hinten. Kann eigentlich die Rang 3 Axis was? Nee, kann sie nicht. Na gut, hätte sie jetzt 3 Axis was tragen können, hätte man den dritten Ring auch noch anlegen können. Dann wäre sie noch stärker geworden. So, da ist eine Schatzkugel. So, mal schauen, was da drin ist. Zündkerzen. So. Oh. Einfach mal voll drauf reinlaufen. Hoffentlich machen die uns jetzt nicht platt. Los, Hope, mach deinen Blitz. Ja. Los, Hope, mach Blitzgar. Okay, grüne Front. So, das war's. Und jetzt zu dem da. Geh weg. Und Blitzschlag. So, zwei sind sie noch. Und der Hope ist gleich nimmer. Super. Grüne Front, jetzt halte ich. Und Blitzschlag. Dass sie mit echt seine Attacken ausführen kann, so ein blödes Ding. Und das war's. ...8000 Punkte, ja heilige Scheiße. Das ist immer geil. Tja, wir müssten eh noch irgendwann mal trainieren irgendwo. Ich weiß, dass du da unten bist. Oh, eine Schatzkugel. Sturzgeier. Das ist doch ein Boomerang, oder?
Ja, und der bringt mehr Angriffskraft. Toll. 754 Magie hat der. Okay. Wir könnten eigentlich das Nestor hier nehmen, oder? Da haben wir nämlich Verteidigungsfertigkeiten plus. Nicht zu schocken ist schlecht. Magische Wirkungskraft nach unten ist auch schlecht. Magie-Shop minus 10 ist auch schlecht. TP kritisch, Abwehr plus. Wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir das. So, dann gucken wir hier rein. Obwohl, haben wir eigentlich noch irgendeinen Amref, wo mehr TP bringt? Nee, leider nicht. Na gut. Ach ja, zwei Hunde. Ich höre doch schon wieder irgendwo eine Schatzkiste. Egal. Ja, genau, dreh dich um, wenn ich fast vor dir stehe. Verdammt. Gott! Scheiß Blitzfall, das ist doch doof, die Attacke. Wow! Oh, pann mal ein bisschen. Oh, pann mal ein bisschen, bitte. Nein, nein! Oh mein Gott! So, jetzt heilst du mich, Hope. Nein! Oh Gott! Mann, du blödes Ding, heil doch mal besser! Lahm ist blödes Kind. Echt, hey. Meine Fresse, ey, so zum Katzen. Ja, toll. Super. Ah, nicht getroffen. So, grüne Front, und jetzt heil, Hope. Diese Hunde hasse. Stirb. Na also. Nein, hör auf. So, Hope, halt in der negativen Zustandsveränderung. So, Blitzschlag, und jetzt macht es fertig. Jetzt macht es fertig. Na also, geht doch. So, weiter. Nein, dass es sich umdreht, verdammt. Na gut, machen wir sie so kaputt. So, jetzt der noch.
Na also, das ging nun gleich viel besser. Ach ja. Wieder einer. Cooles Treppenhaus. Der zentrale Aufzug kann nun die vierte Ebene erreichen. Wuhu! We did it. So, wir sind jetzt in der dritten Ebene, oder was? Schaut fast so aus. Ah, Schatzkugel, juhu! So, Metallbänder. So, dann fahren wir mit dem Aufzug, ne? Und da ist er. So, in die Ebene 4. Und aufwärts. Lustig, dass sie so einen tollen Ton machen. Links und rechts raus? Tatsächlich. Gehen wir mal da lang, weil da könnte eine Schatzkiste sein. Ja, da ist eine. Haha. Wow. Was machst denn du da? Sind wir da hin? Ein Sturmring. Gut, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Anscheinend da die andere Seite. So, jetzt gehen wir erstmal ins Kristallium. Juhu, Brecherrollenstufe. So, den anderen Kristalle machen wir dann, wenn wir überall die Rollenstufe haben. So. Machen wir mal die Rollenstufe, weil die eher da ist. So, dann die Lightning. Die machen jetzt hier auch die Rollenstufe. So. Dann beim Heiler, da ist sie. Okay. Und beim Brecher, da ist sie. Noch ein bisschen weiter, oder? Nee. Machen wir mal das da. 1, 2, 3, 4. Und beim Heiler, wie viel hat sie da? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir lieber doch da, weil das Heiler braucht man doch öfter. Toll. Gut, dann hier Verheerer Rollenstufe. So, der hat auch alles gelernt. Nein, hat er nicht. Aeroga. So, jetzt hat er alles gelernt. Und dann, wo sind wir näher an der Rollenstufe? Da sicherlich nicht. Da schon.
Meine Güte, das ist doch ekelhaft. Gut, dann noch kurz hier Inventar gucken. So, und dann speichern. Zack, gespeichert. Und noch eine Schatzkiste. Zwei Glaskugeln. Juhu. Nein, nicht schon wieder solche Vogelfiecher, bitte nicht. Halt. Ah, ist hier. So, gleich mal grüne Front. Stimmt, du Vogelfiech. Alter, was geht diesem Ding ab? Stirb! Ja, Gott sei Dank. So, Blitzschlag. Mach das fertig. Was ist eigentlich für ein Vogel? Das Ding hat Metall als Fuß. Also Metall an den Füßen. Das hat doch kein normaler Vogel, also bitte. Na egal. Einen Protektor. Was auch immer das ist. So. Dann gehen wir mal da rein. Das ist eine schöne Schatzkiste irgendwo, oder? Nicht? Naja. So. Auf zur fünften Ebene. Anscheinend alleine. Oder auch nicht. Dum, 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 dum. Fünfte Ebene, bitte aufsteigen. So, wo steigen wir jetzt denn aus? Da? Ja, da ist eine Schatzkiste. Meins. Banko-Knochen. Oh nein, nicht schon wieder. Wo sind das? Drei. Okay, anscheinend nur die zwei. So, die müssen wir auch wieder analysieren. Unheilstanz, oh nein. Epo-Test, juhu! Gut, die ziehen ja mal irgendwie gar nichts ab. Also fast nichts. Und tschüss. So, jetzt kümmern wir uns noch um die drei da vorne. Und als erstes gehen wir auf dieses eine andere Dingsbums da, das wo diese negativen Zustandsveränderungen ausführt. Nein, führ es nicht aus, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und sofort grüne Front. So. Alter, wie ich diese Vögel hasse.
Stirb! So, jetzt kommst du. Eins, zwei, drei. Geh weg, du Blitzvieh! Ah, Gott sei Dank. Ein Knochenstück, juhu. So, den Kumpel da, den sprechen wir dann wieder in der nächsten Folge an, weil die Folge schon wieder vorbei ist. Also ich bedanke mich hier mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Also, Servus.